Hallo, zurück zu Echo. Ja, ich war nicht ganz untätig seit der letzten Folge. Wir haben jetzt eine Säge, ein Sägewerk. Wir haben das, das kennen wir ja schon. Das hier ist übrigens der kleine Rennofen. Ich habe den verwechselt mit dem Hochofen. Den habe ich aber zwischendurch auch schon gebaut. Da ist er. Blast Furnace. Und dafür brauchen wir ein eigenes Gebäude, weil der sehr groß ist. Und den Amboss habe ich, glaube ich, auch noch zwischen den Folgen gemacht. Und ja, wie man sieht, Ziegel, Gold, ja, noch mehr Ziegel, Lumber. Ja, ich habe ein bisschen die Forschung vorangetrieben, ich habe ein bisschen geskillt. Der Sand da hinten, den habe ich aus Steinen gemacht. Da ist noch ein bisschen Stein, hier ist der Rohstein, hier ist noch Kohle. Hier ist natürlich noch so ein Kackehaufen. Müsste eigentlich noch irgendwo einer sein. Oder auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Wo das ganze Kram herkommt, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar... Ja, ich habe hier ein paar Schrägen. So ein paar Rampen habe ich hier gebaut. Ich bin voll die Rampensau. So, und zwar geht es jetzt hier unten rein. Sehr, sehr tief geht es hier unten rein. Vierspurig. Ja, und bis hierhin bin ich gekommen und von hier wollte ich nach links, rechts, geradeaus so Gänge machen, um den ganzen Schrott auch loszuwerden, den der Rennofen da so verursacht. Und ja, das ist nicht gerade ohne das Zeug und da ist eine Menge bei angefallen. Ich habe das erstmal in Karren ausgelagert, damit das nicht in den Stockpiles herumgammelt, weil das auch umweltschädlich sein soll. Und dadurch Pflanzen auch absterben. Und da habe ich hier ehrlich gesagt keine Böcke drauf, dass hier irgendwas abstirbt. Außer hin und wieder mal so ein Tier. Aber na gut. Ich wollte eigentlich da unten weitermachen. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt eher Lust, ein bisschen Häuschen zu bauen. Und die ganzen Bauanlagen hier ein bisschen auszugliedern. Damit man hier oben vielleicht auch ein bisschen rumwohnen kann. Und ja, ich habe nicht vergessen, dass wir eigentlich unten wohnen am Strand. Und ja, dort wohne ich auch noch. Und der Bau ist ja immer noch im Bau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich da am besten hin. Ich bin hier schon lange nicht mehr lang gefahren. Hat er sich gerade eingepflanzt? Drecksau. So was. So, auch hier auch noch einer. Das sind Bäume. Also ich brauche gar keine Bäume pflanzen. Die pflanzen sich von hier von alleine ein. Hier kam ich rum. Ja, cool. Jetzt nehmen wir erstmal so mindestens eine Wagenladung erstmal mit. Ach hier, und das hier ist übrigens dieser Handplug. Damit kann man Felder ziehen. Ja, und wie ich sehe, wird das hier nicht dolle mit dem Gras. Aber besser als nichts. Und deshalb wollen wir mal so ein bisschen was hier rupfen, denn wir brauchen den Kram. Deswegen habe ich die auch nur gepflanzt, weil ich unten ja leider keine Authorization mehr habe. Ich weiß auch warum. Habe ich nicht drauf geachtet in der Aufnahme. Beim Schneiden habe ich gesehen, dass da Property of Quincy 6860 stand und ja, es liegt daran, dass er das Grundstück da halt geklemmt hat. Und deshalb habe ich keinen Zugriff mehr auf meine eigenen Felder. Aber hey, was soll's. Ist die Bohne auch noch kaputt? Das ist natürlich nicht so gut. This plant is dead. Diese Pflanze ist Vater. Okay, dann haben wir hier schon mal ganz gut welche säbelt. Das ist okay. Bunchgrass. Das ist aber, glaube ich, Bunchgrass Seed, oder? Ist das überhaupt das, was wir brauchen? Oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wo habe ich den Kram hin? Wo habe ich den Kram hingeschmissen? Da oben? Nee, auch nicht. Ich bin verwirrt. Ist ja nichts Neues, aber ich bin verwirrt. Hier. Bunchgrass Seed. Genau, das sind die Saaten. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass da ein bisschen mehr... Ach, hier, da. Da ist was. Das kommt da raus und das brauchen wir dann nämlich, um diesen Fiber Pitch herzustellen. Man kann viele verschiedene Pitch-Sorten herstellen,
Das wird immer alles und derselbe Pitch. Nur geht uns langsam das Holzgekrösel auch aus und... das sieht seltsam aus. Wenn ich so gucke, ist weg. Okay. Ach ja, und es wird, glaube ich, wieder Tag und Nacht. Was mir aufgefallen ist, dass hier gar kein Tag- und Nachtrhythmus mehr vorhanden war. Das lag aber ganz einfach daran, dass ich im Chat-Kommando mal Tag eingegeben habe, weil es mir zwischendurch immer zu dunkel wurde. Und da habe ich nicht darauf geachtet, dass das ja auch bedeutet, dass dann immer Tag ist und das muss man erst, das kann man erst im Server wieder umstellen, beziehungsweise durch einen Server-Neustart. Was mache ich denn hier? Wo habe ich denn den Kram jetzt hergeholt? Ach, wahrscheinlich von dem Stockpile da hinten. So. Ich quatsch wieder viel zu lange, aber das muss auch mal alles gesagt werden. So, jetzt wollen wir hier mal ein paar Ziegel mal einpacken. So. Naja, es geht doch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.000, 150 Ziegel. Das geht. Das geht. Da kommen wir erstmal ein bisschen mit hin. Aber nicht sonderlich lange. Und ist der schon wieder durch da hinten? Ich habe da eben noch 40 noch reingeschmissen, aber scheint ja schon wieder durch zu sein. Out of fuel. Ah, denkste Puppe. Lagerplatz. Aber ich habe hier doch noch irgendwo Fuel. Habe ich hier doch irgendwo drin. Und das ist gar nicht mal so weit weg. Da, da haben wir Fuel. Ja, natürlich. Nimm es dir nur nicht selbst. So. So, das war immer so. Das ist okay. Gut, jetzt kann der vor sich hin birnen. Oh ja, es wird dunkel. Endlich wieder ein vernünftiger Tag-Nacht-Rhythmus hier. Ich habe ja schon gar nicht mehr schlafen können. So, dann... Was ist denn hier los? Treffen des anonymen Rotwilds, oder was? Vorsicht, Wildwechsel. Nö, 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 nö. Gut. Ganz schön viel Rotwild hier gerade. Junge, 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 Junge. Meine Güte. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Es wird ja wieder geladen. Die Textur wird wieder geladen. Alter, hallo? Hey, ich komme von rechts. Rechts von links hier. Mistvieh. Vorsicht, Hoppelhase. Boah, ist auch ganz schön viel Getier hier gerade. Das geht ja mal gar nicht. Aber schön, dass das wieder funktioniert. Nun ist mal ein paar Stunden mal nicht auf dem Server und dann sowas. Dann übernimmt die Fauna hier total. Tok, tok. Das war eben die Schildkröte. Aber die lebt noch. So, und schauen wir mal hier. Unser bescheiden Hüttelein. Schön. Wollen wir gleich mal gucken. Mhm. Aha. You're not authorized. Okay. Immer noch. Hier habe ich Zugriff und hier auch. Ja, da sollte er seinen Deed mal kontrollieren. Da kann man nämlich tatsächlich die Zugriffsrechte drauf einstellen. Nur habe ich den Deed nicht mehr. Ich glaube, ich habe den nicht mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Hm. Also da ist er jetzt nicht. Nee. Alter, was hier rumschwirrt hier alles. Meine Güte. Okay, dann machen wir jetzt mal auf den Weg. Hm? Hagebaumarkt. Und hier hatte ich recht. Ich hatte recht, er will einen Keller bauen. Und der wird gar nicht mal so klein werden. So. Aber wo bauen wir jetzt die, die Schmelze hin? Kohle? Brauchen wir dafür Kohle? Ja, ich glaube, dafür brauchen wir... Brauchen wir dafür Kohle oder braucht er Energie? Das weiß ich gerade nicht. Ich möchte schon einen vernünftigen Bauplatz haben. Der sollte nicht unbedingt in der Nähe dieses Wohnhauses sein. Und auch nicht da oben im Wald, auch wenn natürlich die Bäume die Abgase ganz gut wegschlucken können. Aber, na, ich weiß nicht.
Da oben scheint er sowieso schon ein bisschen verseucht zu sein. Vielleicht allein durch meine Anwesenheit, das mag sein. Das will ich nicht ausschließen. So, dann wollen wir mal hier gucken. Ja, nee. Ich weiß nicht, möchte ich darauf Aussicht haben? Auf die kleine Fabrik? Ich weiß es gerade nicht. Obwohl die hier eigentlich ganz gut hinpassen würde. Aber dann hätte man da vielleicht Probleme, dann mit dem LKW durchzukommen. Oder? Na, okay, könnte passen. Das könnte noch passen. Später gibt es ja auch noch Laternen. Die wurden im Spiel schon eingefügt. Und es gibt mittlerweile LKWs, Bagger und noch irgendwas. Ich glaube, noch Raupe. Ja, wo ballern wir das Ding mal hin? Vielleicht hier so? Ich weiß nicht. Könnte man, ja, könnte man, ne? Könnte man eigentlich. Den Stein, den kann ich abbauen, den kann ich ja oben wieder einschmelzen, aber das wird dann sowieso alles hier unten dann landen. Das, wie gesagt, das ist da oben nur temporär. Und ich baue da unten diese Höhle auch nur als Lagerplatz aus und als Mine, falls wir hier in der Nähe nicht mehr viel haben. Aber, ne, das wird erstmal ein paar Tage reichen. Oder ein paar Stunden. Je nachdem. Jetzt müssen wir allerdings überlegen, wie groß bauen wir das Ganze? Und vor allem, wo bauen wir das Ganze? Ich würde es ja lieber hier unten bauen. Aber dann guckt man hier auch immer so auf so einen Hügel drauf. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Schauen wir mal hier. Warum schleppe ich eigentlich den Wagen ständig mit? Ich habe keine Ahnung. Also hier oben bei den Feldern möchte ich das ehrlich gesagt nicht haben. Hier ist unser Feld. Und da ist schon der Fluss. Hier wächst auch überall Mais. In der Wüste. Wäre eine Überlegung wert, aber eher nein. Oder hier vielleicht. Was ist das? Kann man das ernten? Kann man offenbar nicht. Sonst würde jetzt, glaube ich, irgendwas aufleuchten. Karmas Bulb brauchen wir auch noch. Hier haben wir Gold. Das Jolt, das Jute Jolt. Das ist schon mal sehr gut. Habe ich oben auch fast einen ganzen Stack von. Boah, ist hier was los? Die ganzen Viecher. Was ist das? Achso, der Fluss. Fluss mit Wasserfall. Ich weiß nicht, will ich das hier wirklich so nah am Maisfeld haben? Nein, eher nicht. Dann würde ich sagen, eher hier so. Weil das kommt hier weg. Das sind Rohstoffe. Die können da weg. Dieses kleine Stückchen kann ja auch weg. Das kleine Fleckchen Erde. Hier können wir eine Brücke drüber bauen. Notfalls, wenn wir an das Gestein dann drankommen. Cool. Was ist eigentlich das? Was ist das? Ey du, was bist du? Was bist denn du für ein Busch? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Busch ist. Tag, Wolf. Hallo, Kröte. Vergiss dein Schild nicht. So, jetzt irre ich hier schon 14 Minuten durch die Gegend und weiß immer noch nicht, wohin ich die Schmiede hinbauen soll. Hier ist mir zu dicht am Feld. Dann. Oh. Der ist ganz schön groß, der Meteor. Tja, ich weiß nicht. Wenn ich wüsste, was das hier für Büsche sind. Ich weiß es nicht. Okay, dann würde ich sagen, wozu dich dann Wasser?
guck mal. Gut, das ist Kohle. Träumchen. Aber wenn ich das hier hinbaue, dann kommt man hier nicht mehr durch. Das ist auch doof. Also wenn, dann hier oben drauf wahrscheinlich. Und dann kommt man hier wieder nicht mehr runter. Es sei denn, wir arbeiten wieder mit Rampen. Na gut. Dann bauen wir sie da oben drauf. Denn ich möchte ja nicht nur eine Schmiede bauen, ich möchte auch eine Bäckerei bauen, eine Fleischerei und so weiter. Ich möchte alles aus dem Haus da raus haben, was ich mir da oben hingebaut habe. Und Thorsten möchte mit Sicherheit auch nicht alle Werkbänke in seinem kleinen, in unserem kleinen Wohnhaus da drin haben. Denn wo sollen wir denn dann noch frühstücken oder essen oder schlafen? Das geht ja mal gar nicht. Und aus dem Grund würde ich sagen, bauen wir es einfach hier oben drauf hin. Dann schön morgens mit dem LKW dann erstmal Brötchen holen. Vom Bäcker, ganz frisch natürlich. Brauchen wir eh. Ein bisschen Loch. Was soll das denn? Mit einer Sense, na klar. Mit einer Sense holen wir dann die Ziegel aus dem Wagen. Auch nicht schlecht. Interessant. So, jetzt müssen wir da noch ein paar. Vier lang sind die. Das heißt, dass wir hier also ordentlich verlängern müssen. Damit ich da nicht da unten reinplumse. So. So, okay. Dann haben wir das ja auch. Haben wir schon einen Bauplatz für die Schmiede auch gefunden. Denn ich möchte die auch nicht so wahnsinnig weit wegstellen. Nur halt nicht unbedingt dahin. Obwohl, nee, es geht eigentlich. Eine Fabrik brauchen wir später auch noch. Die Fabrik, die könnte ich dann dahin bauen, wo die Waldhütte steht. Also, das könnte ich aus der Waldhütte dann machen. Ich meine, ich wollte die sowieso umbauen. Und dann dürfte das eigentlich gar kein Problem mehr werden. Könnte man so machen. So, mal gucken. 1, 2. Jetzt nehmen wir erstmal die Erde hier aus der Luft. Ist seltsam. Wenn man die da drunter weggräbt, bleibt sie da oben, aber setzen kann man sie da oben nicht. Dann würde sie runterrutschen. Ich dachte eben, da brennt's. So. 3. Da muss auch noch zu. So. Dass es hier nicht ganz so schräg aussieht. 4. So. 1, 2, 3, 4. Also bis hier. Oh, ist noch ein bisschen Erde. Da haben wir noch ein bisschen zu erden. Na, dann erden wir mal ein bisschen. Na. So. Ich weiß, es gab einen Patch. Auf welcher Version sind wir jetzt eigentlich? 7.4.5. Wir sind auf Version 7.4.5. Ich wusste, es gab ein Update. Musste ich wissen, ich musste den Server neu starten. Hallo? Hallo? Mächtig anständig.
Ich weiß, die Rampen sind nur zwei breit. Ich weiß. So. So. Nur ich möchte es auch hier einigermaßen gerade haben. Bis hierhin dann noch. So. Aus dem Grund möchte ich das nämlich so angleichen. Damit das irgendwie auch ein bisschen natürlicher aussieht. Und ja. Also es gab von den Entwicklern auch eine Benachrichtigung, was so sich die Community so wünscht. Da, unter anderem war auch dabei, dass die Namen der Truhen angezeigt werden sollen, bevor man sie öffnet, während man davor steht. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Finde ich toll. Ganz besonders, wenn man seine Truhen nicht benennt, so wie ich. Aber hey, gut. Das wäre auch ganz sinnvoll, wenn ich die benennen würde. Dann würde ich auch wissen, was da drin ist. Aber ansonsten ist halt mehr wie ein Glücksspiel, ne? 1, 2, 3, 4. Passt. Cool. Diesen noch? Den? Ja, komm, den lassen wir da. Der ist okay. Und die haben auch herausgefunden, dass auch ein paar Server-Patches auch gemacht werden müssen. Und die werden auch gemacht. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es, dass dieses kleine Team, was dieses Spiel programmiert, so viel auf die Beine stellt und trotzdem es schafft, alles zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten, finde ich toll. Und seien wir mal ehrlich, es gibt Spiele, die sind nach dem Full Release schon so defekt, wie es manche Spiele noch nicht mal in der Alpha sind. Und dafür läuft das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Derzeit mit sage und schreibe 73 Frames, 74. Interessant. Jetzt 59. Okay, ich gucke auch Richtung Wasser, von daher aber. Ja, cool. Ich hoffe, ich finde diese Stelle hier wieder. Werde ich wohl müssen, ne? Weil. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin mir noch nicht ganz eins, was hier das, was hier. Ja, verzieh dich, Wolf. Ich bin mir noch nicht ganz eins, was es, was mit der Schmiede hier sein wird, aber jetzt muss ich wieder so einen Stockball hier aufbauen. Blums. Okay, wo habe ich denn die, wo habe ich die denn weggebuddelt? Normalerweise hinterlässt das braune Flecken, wenn ich irgendwo buddele. Na gut, dann, zack. Ich weiß, wäre leichter und würde schneller gehen mit dem Karren am Start, aber wir haben gerade nur den einen. Der eine ist voll, der steht auch unten. Und ich muss auch dafür erst noch Rampen holen. Das dauert alles ein bisschen. Das mache ich zwischen den Folgen. Genauso wie hier den Boden ausheben. Wundert euch aber nicht, der Boden, der wird etwas anders aussehen als der Rest des Gebäudes. Das wird richtig schön. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es. Das habe ich von dem Haus da oben auch behauptet. Und das hat immer noch kein Dach, geschweige denn eine zweite Etage. Naja. Was soll's. Kriegt es auch noch, kriegt es auch noch. Es waren erstmal andere Dinge wichtiger. Nämlich, die Rohstoffe dafür auch herzustellen. Denn dafür habe ich den ganzen Stein da oben gemacht. Die Ziegel sind hier für die Schmiede und der normale Stein, nicht der Steinrohstoff, sondern der normale Stein, ist für die Hütte da oben. Das wird ein Steinerdgeschoss bekommen. Und vielleicht, mal sehen, wenn ich tatsächlich Zeit und Lust dazu habe, wird der Keller auch noch weiter ausgebaut, beziehungsweise dann wird ein Keller daraus da noch gebaut.
Wie viel habe ich jetzt hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, das ist eine gute Breite. Finde ich gut. Ich glaube, 9 reicht. Müssen nicht immer 11 oder 13 oder so sein. Ist das nicht sogar schon ein bisschen zu groß? 9? Nee, geht eigentlich, ne? Wird gehen, wird glaube ich, ganz gut klappen. So, gut, aber ich sehe, wir sind schon wieder fast bei 26 Minuten, jetzt bei 25,5 Minuten. Das heißt, diese Folge wird jetzt erstmal beendet und wir machen in der nächsten Folge natürlich noch weiter. Ja. Und ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge auch schon damit beginnen können, hier ein bisschen den Baubeginn voranzutreiben. Ich meine, ich werde zwischen den Folgen jetzt, werde ich das hier noch natürlich fertig machen, fertig buddeln. Dass wir in der nächsten Folge dann auch so ein paar schon Steine setzen können. Die werde ich auch noch mit dem anderen Karren noch oben runterholen. Ein paar Rampen werde ich noch holen, dass wir ja auch hoch können. Und so weiter und so weiter. Also würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Es wird nicht so viel jetzt zwischen den Folgen passieren. Dafür ist von gestern auf heute sehr viel passiert.